Servus Leute, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ja, dieses Jahr hat zum dritten Mal in Folge meine große Beliebtheitsumfrage stattgefunden zu den beliebtesten Hühnerrassen der Happy Huhn Zuschauer. Letztes Jahr waren die Top 3 so: auf Platz 1 die schwedischen Blumenhühner, schon das zweite Mal dann. Auf Platz 2 waren die Seidenhühner und auf Platz 3 die Weihandotten. Dieses Jahr sehen die Top 3 etwas anders aus, allerdings haben auch dieses Jahr so wie immer die schwedischen Blumenhühner gewonnen. Sie haben sage und schreibe 90 Stimmen bekommen. Dieses Jahr haben so viele Leute bei der Umfrage mitgemacht wie noch nie. An der Stelle auch danke an euch für die hohe Beteiligung. Ihr helft mir da wirklich sehr. Die schwedischen Blumenhühner haben 90 Punkte bekommen, aber auch die Rasse auf Platz 2, die kann sich echt sehen lassen. Mit 88 Punkten waren die Marans dieses Jahr den schwedischen Blumenhühnern sehr knapp auf den Fersen. Und die Blumenhühner sind ja eine Rasse, die nicht anerkannt ist. Also die Besonderheit an meiner Umfrage ist ja, dass ihr alle Hühnerrassen nominieren dürft, egal ob anerkannt oder nicht anerkannt. Wenn man jetzt zum Beispiel so offizielle Statistiken der beliebtesten Hühnerrassen ansieht, dann fließen da immer nur offiziell anerkannte Hühnerrassen rein. Die beliebteste anerkannte Hühnerrasse im Ranking waren dann damit also die Marans auf Platz 2 mit 88 Punkten. Und da ich euch jetzt zu den schwedischen Blumenhühnern ja schon so viel gezeigt habe in meinen Videos, will ich jetzt auf den Gewinnern gar nicht lang rumreiten. Sie haben zum dritten Mal in Folge gewonnen. Es ist klar, die Blumenhühner sind einfach mit ihrem bunten Gefieder total im Zeitgeist. Die Leute lieben Hühnerrassen, wo man jedes einzelne Tier unterscheiden kann. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal den Platz 2 näher an, die Marans. Und dazu gehen wir zur Maranszüchterin Karin Reiter nach Bad Ischl, die euch gemeinsam mit mir heute in diesem Video durch die Top 10 geleiten wird. Generell schauen wir uns aber alle Hühnerrassen näher an, die mehr als 20 Stimmen bekommen haben. Es wird also ein richtig tolles, hühnerbuntes Video. Die Vielfalt der Hühnerrassen ist immer wieder faszinierend und macht es jedes Jahr aufs Neue spannend, welche Hühnerrassen zu den Top-Favoriten zählen. Weltweit schätzt man, dass es etwa 2500 verschiedene Hühnerrassen gibt. Ihr habt in euren Kommentaren 124 verschiedene Rassen erwähnt, also 124 Rassen waren mit dabei. Würde ich da allerdings zwischen Zwerg und Großrasse noch aufsplitten, dann hättet ihr in euren Kommentaren weit über 200 Rassen erwähnt. Ja, die Marans sind auf Platz 2. Wir haben selber in unserer Legetruppe verschiedenste Marans. Hier eine blaue Zwergmarans, eine blaue große Marans und eine gesperberte große Marans zum Beispiel. Unsere Marans stammen hauptsächlich von der Züchterin Karin aus Oberösterreich und die widmet sich momentan auch ganz besonders den Zwergmarans. Und weil sie so eine Freude hat, dass die Marans auf Platz 2 sind, kommt jetzt eine kleine Videobotschaft direkt von der Züchterin. Hallo! Also es gefällt mir voll, dass von meinen Hühnerrassen auch wieder auch in die Top 10 gelandet sind. Hier ist eine Zwergmaranshenne zu sehen von diesem Jahr. Und die Marans sind nur ganz knapp geschlagen von den schwedischen Blumenhühnern, mit 88 Punkte am zweiten Platz gelandet. Und ich kann es sehr verstehen. Also ich züchte ja mittlerweile die Zwerge, aber die Marans sind generell von bei mir am Hof nicht wegzudenken. Danke, liebe Karin, fürs Präsentieren deiner wunderschönen Tiere. Die Karin beschäftigt sich aktuell gerade damit, die Eierschalenfarbe bei den Zwergmarans zu verbessern. Es ist meiner Meinung nach ganz klar, warum die Marans so weit vorne in dem Ranking sind. Marans legen diese wunderschönen kastanienroten bis dunkelbraunen Eier und für die ist die Rasse auch außerhalb ihrer französischen Heimat bekannt. Bei den Zwergmarans mangelt es noch ein bisschen an der Eierschalenfarbe. Schauen wir uns auch die Marans-Eier nochmal kurz an. Hier sind außerdem auch olivfarbene Eier zu sehen und die Marans werden eben auch zur Erzüchtung von Olivlegern verwendet. Das ist jetzt ein reines Marans-Ei und zum Vergleich ein Olivleger-Ei. Bestimmt tragen auch die Olivleger zur Beliebtheit der Marans bei. Auf Platz 3, da befinden sich erstmals in den Top 3 die Barnefelder Hühner. Die haben super aufholen können im Vergleich zu den letzten Jahren und dafür gibt es meiner Meinung nach einen Grund. Die Barnefelder wurden nämlich dieses Jahr vom BDRG zur Hühnerrasse des Jahres nominiert.
Die Hühnerrasse des Jahres war selbsterklärend dieses Jahr sehr präsent in den verschiedenen Zeitschriften, aber auch online, und ich glaube, dieser Push hat dazu geführt, dass die Bahnefelder dann dieses Jahr so weit nach vorne rücken konnten in der Beliebtheit. Und da sind jetzt zum Beispiel Zwergbahnefelder zu sehen im Farbschlag Weiß. Generell gibt es die Bahnefelder in den verschiedensten Farbschlägen. Hier jetzt auch Zwergbahnefelder in Schwarz. Die Zwergbahnefelder konnte ich beispielsweise direkt in Bahnefeld filmen, also da, wo die Bahnefelder ursprünglich auch herkommen. Das war schon echt cool dieses Jahr in Holland. Da nochmal rote Zwergbahnefelder. Ja, die Bahnefelder sind ruhig, sind aber auch vom Aussehen her typische Hühner und sie sind relativ gute Leger. Darum denke ich, hat die Rasse wirklich eine goldene Zukunft vor sich. Auch wir haben uns dieses Jahr ein paar Bahnefelder-Küken ausgebrütet für unsere Legehennentruppe auf der Crown Hill Farm. Jedes Jahr recht weit vorne mit dabei sind die Wyandotten und die Zwergwyandotten. Dieses Jahr hat es immerhin für Platz 4 gereicht mit 63 Stimmen. Die Wyandotten sind zeitlose Klassiker und aus verschiedensten Gründen beliebt. Sicherlich spielt auch die tolle Farbenvielfalt eine große Rolle. Hier sind jetzt zum Beispiel Zwergwyandotten in verschiedenen gesäumten Varianten und in Gelbsperber zu sehen. Gerade die Zwergwyandotten eignen sich auch hervorragend für die Gartenhühnerhaltung, sind aber auch tolle Einstiegshühner für Jungzüchter, die zum ersten Mal richtig züchten wollen. Beliebt bei der Züchterjugend sind seit jeher auch immer die Seidenhühner und Zwergseidenhühner. Hier sind jetzt zum Beispiel gelbe Seidis zu sehen. Dieses Jahr hat es bei den Seidenhühnern für Platz 5 gereicht mit lobenswerten 57 Stimmen. Damit stehen jetzt schon mal die Top 5. Ja, Seidis, das sind jetzt wieder die Tiere von der Karin Reiter zu sehen, sind auch mit vielen Eigenschaften gesegnet, die sie für Hobbyhalter beliebt machen. Das putzige Aussehen, Ruhe und Freundlichkeit und einfach auch Unkompliziertheit in der Haltung. Schon die Küken sind erstaunlich robust und frohwüchsig. Ja, ich glaube, das hätte sich vor 30 Jahren niemand gedacht, dass die Vorwerkhühner mal so beliebt werden würden. Sie waren ja mal stark gefährdet. Sie sind bei mir auf Platz 6 mit 48 Stimmen. Die schwarz-gold-schwarzene Gipfelzeichnung macht das Vorwerkhuhn so prägnant. Als Küken ist es allerdings umgekehrt gefärbt. Diese kleinen Rotkäppchen haben wir dieses Jahr bei unserem Hof ausgebrütet, weil zum Beispiel meine Mom totaler Vorwerk-Fan ist. Und hier sind jetzt noch Zwergvorwerks zu sehen. Sowohl die großen als auch die Zwergvorwerks sind durchwegs unkomplizierte Hühner ohne irgendwelche Sondereigenschaften, abgesehen von der tollen plakativen Farbgebung, die offiziell als Gipfelzeichnung bezeichnet wird. Auch eine sehr beliebte Rasse sind zweifelsfrei die Araucaner. Sie haben es dieses Jahr auf Platz 7 geschafft mit 45 Stimmen. Das sind jetzt blaue Araucaner. In Europa werden die Araucaner meistens in einer schwanzlosen Variante gezüchtet. Es gibt generell verschiedenste Typen vom Araucaner-Huhn, zum Beispiel die Amerikaner, keine Ahnung, wie man es ausspricht, oder die Lavender-Araucaner, die auch geschwänzt sind. Und hier bei mir sind jetzt auch die Zwerg-Araucaner wieder mit den großen Araucanern zusammengerechnet worden. Ja, Araucaner sind deswegen auch so beliebt, weil sie türkisschalige Eier legen, und ich denke, wir sollten uns auch diese Eier mal näher anschauen. Hier jetzt links Vorwerkeier, in der Mitte Bahnefelder-Eier, also auch super zum Vergleichen, und rechts ganz schöne Araucaner-Eier in dollen bläulichen Türkistönen. Das kann sich doch sehen lassen. Eine der beliebtesten Hühnerrassen aller Zeiten, wenn man einfach langfristig rechnet, sind sicherlich die Brahmas. Sie zählen seit, ja, man kann fast schon sagen, Jahrhunderten zu den Königen des Rassegeflügels, werden international auch oft als Giant Kings of All Poultry bezeichnet. Die Brahmas haben 44 Stimmen von euch bekommen.
Hühnerfans fast auf der ganzen Welt erfreuen sich an den Brahmas, weil sie einfach so beeindruckend groß sind, mit ihren befiederten Läufen auch irgendwie putzig aussehen, trotz der Größe, und weil es einfach ungemein freundliche, ruhige und wenig schreckhafte Hühner sind. Sie werden auch trotz ihrer Größe immer wieder in Gärten gehalten. Ich begegne den Brahmas immer wieder auch in Zoos freilaufend, hier zum Beispiel in Schleswig-Holstein in der Arche Warder, wo sie mich natürlich sofort begrüßt haben, so als hätten sie sich gefreut, dass Happy Huhn hier ist. Hier zum Beispiel in Isabel, Rebhuhn farbig gebändert und in anderen Farbschlägen. Und ja, in der Arche Warder wird nicht nur ausgestellt und gezeigt, sondern auch gezüchtet, und darum schauen wir mal in die Kükenaufzuchtstation. Da seht ihr jetzt Brahma-Küken, und die zeigen schon die Ruhe und Gelassenheit der ausgewachsenen Tiere, die stark befiederten Läufe, und sind auch direkt sehr kontaktfreudig und neugierig. Das ist doch auch mal schön, hier so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können. Dass die Brahmas so schnell nicht in Vergessenheit geraten, das merkt man auch, wenn man irgendwo auf TikTok oder Instagram rumsurft, und man findet dann echt aus aller Welt Videobeiträge mit Brahmas. Hier jetzt zum Beispiel der Farbschlag Gelb-Schwarz-Columbia. Die Brahma haben leider stark befiederte Läufe, wären aber an sich auch winterhart und wintertauglich, nur für den Schnee ist das nicht so ideal. Ja, dann hier wieder grüne Eier, und wir kommen jetzt nochmal zu einer nicht anerkannten Rasse, die dieses Mal auch wie die Araucaner grüne Eier legt. Ja, eine Rasse, die schon letztes Jahr super abgeschnitten hat und auch dieses Jahr wieder in den Top 10 mit dabei ist, ist auch das Silverrot-Blohuhn. Die Silverrots haben dieses Jahr 42 Stimmen bekommen, sind damit schön in den Top 10, und ich kann es mittlerweile richtig gut verstehen, warum sie so beliebt sind. Das ist eine unserer Silverrot-Hennen. Die haben ja jetzt das zweite Jahr. Die Silverrots sind echt super, legen schöne grüne Eier, sind von der Größe her unkompliziert, nicht zu klein, nicht zu groß. Generell vom Charakter her auch sehr ruhige Hühner, und sie haben das absolut verdient, dass sie in dem Ranking so weit vorne mitmischen. Und auch wieder eine Rasse, die jetzt so vom BDRG nicht für Ausstellungen groß anerkannt ist. Es gibt allerdings sehr bemühte Erhaltungszuchtvereine für die Silverrots. Unsere Silverrots haben wir übrigens aus einer anderen Haltung übernommen. Da musste jemand seine Hühner schnell weggeben. Und da sie eben grüne Eier legen, sehen wir in der Legetruppe immer prima, dass sie echt gut und lang anhaltend legen. Ich bin bei Platz 10 angelangt, und dort findet sich alter englischer Hühneradel. Das ist ein Buff Orpington, ein gelber Orpington-Hahn, den ich auch tatsächlich dieses Jahr in Südengland vor der Linse hatte. Die Orpingtons haben 41 Stimmen von euch bekommen. Wie die Brahma sind auch die Orpingtons recht groß und recht ruhig, sie sind aber zum Beispiel deutlich besser in ihrer Legeleistung. Ja, das waren die Top 10, jetzt werde ich ein bisschen Fahrt aufnehmen. Auf Platz 11 finden sich direkt die Zwergkochin mit 38 Stimmen. Wir haben dieses Jahr ganz bewusst zwischen großen Kochin und Zwergkochin unterschieden, da die beiden Rassen in dem Fall nicht näher verwandt sind. Aber die Zwergkochins haben es auch ohne die großen Kochin geschafft, bei euch sehr beliebt zu sein. Hier sind jetzt zum Beispiel Berggrau-Gesperberte und gesperberte Zwergkochin bei Karin zu sehen wieder. Die hat halt echt tolle Rassen. Und die Zwergkochins, die sind einfach super. Die sind ruhig, die fliegen wenig, die brauchen eigentlich weder im Stall noch im Auslauf viel Platz, weil sie einfach nicht sonderlich groß in ihrem Bewegungsdrang veranlagt sind. Und sie sind einfach auch im ganzen Handling und im Umgang ausgesprochen unkompliziert. Immer wieder schön zu beobachten. Die nächste Rasse in der Auswertung ist das Bielefelder Kennhuhn, eine typische deutsche Hühnerrasse, die in den 70er Jahren in Deutschland erzüchtet wurde und seitdem eine tolle Beliebtheit für sich verbuchen kann. Das merkt man auch, wenn man auf Geflügelausstellungen geht. Da sind sowohl die großen Bielefelder als auch die Zwerg-Bielefelder immer wieder gut vertreten. Bielefelder werden
in vollem Namen als Bielefelder Kennhühner bezeichnet, weil sie kennfarbig sind. Diese Kennsperberung führt dazu, dass man die Küken schon vom ersten Lebenstag an in den Geschlechtern unterscheiden kann. Und außerdem ist kennfarbig auch eine tolle Tarnfarbe, wenn man die Bielefelder frei in einem Garten oder auf einem Bauernhof herumlaufen lässt. Bielefelder sind unkompliziert und leistungsstark und genau deswegen auch so beliebt. Meine persönliche aktuelle Lieblingsrasse sind natürlich seit Jahren die bayerischen Landzwerge. Die haben es mit euren Stimmen immerhin auf Platz 13 geschafft. Das freut mich natürlich sehr, da die bayerischen Landzwerge bis vor wenigen Jahren faktisch unbekannt waren. Zu dem Zeitpunkt, als ich sie entdeckte, damals gab es ja nur noch Restbestände. Und damit finde ich den Platz 13 natürlich schon bemerkenswert. Dass die bayerischen Landzwerge einfach genial sind, davon kann ich mich momentan wieder überzeugen. Diese Küken sind vor über einem Monat geschlüpft, da sah das so aus. Und die Glucke hatte 7 Küken wild im Garten ausgebrütet unter einer Krähenstaude. Jetzt, einen Monat später, sind die Küken voll befiedert, immer noch alle 7 da und ich kann die Glucke einfach bei den anderen bunten Zwerghühnern mitlaufen lassen. Die macht alles von ganz alleine. Die Landzwerge sind nicht nur schön und bunt, sondern auch ausgesprochen selbstständig und unkompliziert. Ich bin gespannt, ob sie in Zukunft noch beliebter werden. Ja, da geht die Glucke dann schlafen. 7 kleine Köpfe schauen aus ihrem Gefieder raus. Einfach putzig. Dann, nicht so klar war am Platz 14, 15 und 16, denn die 3 Rassen auf diesen Plätzen haben alle 3 27 Votes bekommen. Also bitte jetzt die Sortierung nicht zu ernst nehmen. Ich starte einfach mit den Serama. Auch die Serama haben eben 27 Stimmen von euch bekommen. Serama gelten als die kleinsten Hühner der Welt, sind damit natürlich super für die Gartenhaltung und Foliärenhaltung geeignet und wie ich selber gerade wieder an meinen Serama merke, sie sind einfach ausgesprochen zahm, zutraulich, menschenfreudig, kontaktfreudig und das ist einfach gerade auch super für Familien mit Kindern. Hinzu kommt, dass es die Serama in unzähligen Farbvarianten gibt und damit kann man sich mit den Seraman quasi eine bunte Truppe im Mini-Format verwirklichen. Das hier sind jetzt europäische Serama, die Original Ayam Serama wären noch kleiner. Ebenfalls 27 Stimmen haben die Sundheimer aus Baden-Württemberg bekommen. Das Sundheimer Huhn ist Deutschlands älteste Zweinutzungsrasse und bestimmt hat der aktuelle Selbstversorgertrend der letzten Jahre dazu beigetragen, dass sich viele wieder auf diese traditionelle Zweinutzungsrasse aus Süddeutschland zurückbesinnen. Sundheimer gibt es nur im Farbschlag Weiß-Schwarz-Columbia. Sie haben befiederte Läufe und einen Einfachkamm und eine gewisse Ähnlichkeit zu den Brahma, denn Brahma stecken auch in ihren Vorfahren und haben dieser Rasse zum Beispiel ihre Massigkeit verliehen. Ja, und die dritte Rasse, die 27 Stimmen bekommen hat, ist die einzige Rasse aus meiner Heimat Österreich, die es in die Top 20 geschafft hat, das Sulmdaler Huhn aus der Steiermark, hier in Goldweizen, farbig und weiß zu sehen. Sulmdaler sind auch sehr praktische, unkomplizierte Hühner, sie haben zwar einen Federschopf am Hinterkopf, aber ansonsten keine lästigen Sondermerkmale für die Bauernhof- und Selbstversorgerhaltung. Sie legen recht gut, bringen auch als Tafelhühner ordentlich was auf den Tisch und sind charakterlich zwar aufmerksam und damit super zum Freilaufen, aber werden trotzdem zahm, wenn man sich mit ihnen abgibt. Sowohl die weißen als auch die weizenfarbigen Sulmis sind als Küken ganz hell strohgelb, bei den weizenfarbigen dunkeln aber insbesondere die Hähne dann schnell nach. Nach meinen persönlichen Erfahrungen sind Sulmdaler ganz besonders unkompliziert in der Aufzucht. Die Küken sind frohwüchsig und entwickeln sich schnell. Wieder eine deutsche Hühnerrasse findet sich nun auf Platz 17 mit 26 Votes, das deutsche Lachshuhn. Auch hier natürlich wie immer, wenn es eine Zwergvariante gibt, zählen auch die Stimmen zu den deutschen Zwerglachshühnern dazu. Obwohl die deutschen Lachshühner ja das lachsfarbig im Namen stecken haben, wenn man sich die Hennen anschaut, also das ist typische Lachsfarbigkeit,
gibt es sie auch in verschiedenen anderen Farbschlägen. Was ich sehr hübsch finde, ist, dass bei der Farbvariante lachsfarbig die Hähne so dunkel sind und im Vergleich zu den Hennen einen hohen Schwarzanteil haben. Dafür ist der Wheaton-Faktor verantwortlich, der ebenfalls auch bei den Sulmdallern dafür sorgt, dass die Hennen deutlich heller als die Hähne sind, da er geschlechtsgebunden wirkt. Deutsche Lachshühner zeichnen sich neben der Lachsfarbigkeit zum Beispiel auch durch die befiederten Läufe, eine zusätzliche Zehe und durch die Bärte im Gesicht aus, die die Kehllappen ersetzen. Beim Hahn ist der Bart in der Regel schwarz, was echt genial aussieht. So, schon Platz 18 und den konnten sich die Welsumer und Zwergwelsumer ergattern. Insbesondere die Zwergwelsumer sind heute sehr beliebt, auch in der Hobbyhaltung, weil es einfach Hühner sind, die optisch wie ein ganz normales Huhn aussehen. Sie sind relativ klein, hier jetzt der Vergleich zu den Bronzebutten, und sie legen aber für Zwerghühner unglaublich gut und vor allem auch große Eier. Platz 19, die Antwerpener Bartzwerge. Das könnte jetzt sein, dass die natürlich in die Top 20 gekommen sind, weil ich vor kurzem ein Rasseporträt zu den Antwerpener Bartzwergen veröffentlicht habe. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch unbedingt das brandneue Rasseporträt zu den Antwerpener Bartzwergen an. Darin könnt ihr zum Beispiel auch diese beiden kennenlernen, Beverly und Brenda, zwei Bartzwergdamen, die Verena, eine gute Freundin von mir, vor kurzem gerettet hat, und die sind einfach unglaublich putzig, mega zahm und kontaktfreudig, und ich glaube einfach, das gefällt vielen an den Bartzwergen so. Auch diese Küken trefft ihr im Rasseporträt wieder und könnt schauen, wie sie ausgewachsen jetzt aussehen. Sie zählen zum Farbschlag schwarz-weiß gescheckt. Generell kennt man von den Antwerpener Bartzwergen viele Farbschläge. Es ist eine ausgesprochene Ausstellungsrasse. Die Heimat ist übrigens Belgien. Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, erstmals in den Top 20, die Baduaner, die haben es mit exakt 20 Stimmen auf Platz 20 geschafft. Mich freut das sehr, da die Baduaner auch ein jahrhundertealter Klassiker sind und trotzdem waren sie in den letzten Umfragen nicht so vertreten. Ich zeige euch hier ganz bewusst Zwerg-Baduaner mit guter Sichtfreiheit. Wir müssen in Zukunft bei den Vollhaubenhühnern darauf achten, dass die Sichtfreiheit verbessert wird. Dann wird es auch leichter sein, diese Rassen in eine stabile Zukunft zu retten. Aber ich freue mich sehr. Das waren also eure 20 Lieblingsrassen. Weitergegangen wäre es dann in der Auswertung mit Platz 21 und 22 jeweils 18 Stimmen, Amrocks und Australop. Beides auch in der mitteleuropäischen Hühnerzucht schon solide Klassiker, die eigentlich auch auf keiner Ausstellung fehlen dürfen, aber auch tolle Eigenschaften für die Nutzung haben. Ja, also danke an der Stelle nochmal an alle, die mitgemacht haben. Klasse! Ich war mit der Auswertung wieder viele Stunden beschäftigt, hatte aber auch meinen Spaß. Natürlich habe ich da nicht zu Gunsten meiner Lieblingsrassen geschummelt, deswegen sind die ja auch großteils gar nicht dabei, wie zum Beispiel die Exchequer oder die Provaes Ulpentaler, weil es halt oft spezielle Rassen sind, die nur Leute wie mich interessieren, aber natürlich bei so einer Beliebtheitsumfrage kaum reinfallen. Ein bisschen schwierig war es bei einigen Rassen, wie zum Beispiel dem Sussex-Huhn, das hat 8 Stimmen bekommen, kann aber hier jetzt nicht wissen, ob die Leute nicht teilweise Hybrid-Sussex gemeint haben, da hier leider auch eine Hybrid-Variante im Umlauf ist. Traurig war ich ein bisschen, dass viele deutsche Hühnerrassen kaum Stimmen bekommen haben. Zum Beispiel das Rheinländerhuhn bekam nur 4 Stimmen, obwohl eigentlich offiziell beim BDRG viele Zuchten gemeldet sind. Und das finde ich ein bisschen schade. Viele meiner Zuschauer stammen eigentlich aus Deutschland, aber in der Hobbyhaltung finden sich dann doch kaum deutsche Hühnerrassen. Wenn ihr noch mehr über die Rassen aus den Top 20 wissen wollt, schaut euch auch die Happy Huhn Hühnerrassenbücher an. In Band 1 und Band 2 sind 19 von den 20 Rassen aus den Top 20 vertreten, außer die Silberrutz, die sind noch nicht dabei. Die kommen dann nämlich in Band 3, an dem ich gerade fleißig mit Armin Six arbeite. Also bleibt weiterhin fasziniert von der Vielfalt der Hühnerrassen.